Ja, servus Leute und herzlich willkommen dann zum zweiten Teil. In diesem Teil möchte ich wieder mehr darauf eingehen, wie so ein Milchbubi wie ich, wie kann sich so einer einen Tesla leisten? Ja, ich habe da mal ein paar Folien gemacht oder ein paar Blätter gemacht, die blende ich euch mal ein. Geht natürlich nicht einfach so, ich muss das auch arbeiten. Meine Arbeitskollegen, wenn die das Video sehen, die werden mich da kennen. Ich bin da der Stunden nachher auf Arbeit. Wie gesagt, alles seine Gründe, von nichts kommt halt nichts. Aber wenn ich gewisse Sachen nicht machen würde, wie eben meinen Finanzplan oder so, dann würde ich das sicherlich auch nicht schaffen. Ich muss auch sagen, einige Sachen habe ich gemacht, bevor ich den Tesla wollte. Ich habe es halt danach nur sehr viel akribischer gemacht, also sehr viel mehr so gemacht. So, zum einen haben wir eine Folie, da habe ich mir eine Excel-Tabelle gemacht, so würde ich mal sagen, beginnen wir mal. Eine Excel-Tabelle gemacht und hier habe ich eben reingeschrieben, einmal ist alles über Formeln gemacht, oben kommt rein mein Gehalt. Und darunter habe ich aufgeschrieben, was habe ich monatlich für Ausgaben. Man sieht das halt hier, Miete, Parkplatz, prima kommen ist Internet bei mir, Stadtwerke, Telekom, etc. Das Ganze eben aufgeschrieben. Hier rechts habe ich mal ein bisschen separat gemacht, die ganzen Lebensmittel. Das heißt, sobald ich einkaufen gehe, trage ich da meine Kassenzettel, trage ich da ein. Nicht wundern, einfach nur das Grün und Rot ist einfach nur, dass ich es quasi mit dem Konto abgleiche. Dass ich einfach eben, wenn der Zettel, ich trage das da ein, dann ist es eben rot. Wenn ich dann irgendwann in meine Banking-App reingucke und sehe, okay, es wurde runtergebucht, klick, mache ich eine 1 rein, das Ding wird grün und gut ist. So, dann habe ich hier ganz unten halt, ich habe das jetzt schwarz gemacht, sorry, ein bisschen Schwarzfärbe muss ja auch sein. Dann habe ich quasi, was ich an gesamten Ausgaben habe, aber hier ganz unten wie die Zwischenbilanz, das habe ich jetzt mal ein bisschen aufgelegt. Und zwar wäre das jetzt momentan das Geld, was ich mir monatlich zurücklegen kann. Ja, eins tiefer ist auch die Spalte Spar- und Spaßkonto. Da kommen wir dann im Prinzip nachher zu, weil ich quasi ein Drei-Kundensystem habe. Wie gesagt, aber ich kann sowas, wer wirklich da, sich da mal ein bisschen Gedanken macht, wie kann ich denn Geld sparen, denn wie war der Spruch? Ich bin dann durch die ganzen Sachen durch einen Kumpel aufmerksam geworden, der quasi sich DVDs von einem Money Coach geholt hat, von dem Bodo Schäfer. Und da gibt auch Seminare, kann man bei YouTube eingeben, Bodo Schäfer, da kriegt man einige Videos zu sehen von dem. Und der hat zum Beispiel so einen Spruch gemacht, nicht was man verdient, spart man, sondern was man behält, das spart man. So in der Richtung. Also ich denke mal, das Ding ist klar, wenn man quasi was verdient, aber das ganze Geld eben halt ausgeben tut, dann habe ich davon nichts gespart. Aber wenn ich davon eben sage, ich muss mir jetzt irgendwie den Fernseher mal nicht holen oder das Smartphone, sondern ich lege die 500 Knüppel an die Seite und gebe es nicht aus, das Geld habe ich gespart. Also was ich quasi behalten habe, das spare ich. Und nicht anders, ne? Und deswegen, ich halte mich jetzt momentan eben auch sehr zurück, gehe halt groß nicht weg und so, also ich bin da wirklich, wieder von nichts kommt nichts. Ne? Und die Liste, da arbeite ich jetzt schon ziemlich lange mit, also ja, gut, wieder vorm Tesla würde ich noch sagen, also schon jetzt zwei, drei Jahre würde ich grob sagen und bin damit absolut zufrieden, man überlegt sich, zwei, dreimal muss ich jetzt irgendwie mir einen Fernseher oder ein Tablet holen oder sage ich mir, ich spare es lieber, ich meine, gut, wie gesagt, bei mir ist es extrem, ich will halt da fürs Auto sparen. Da denke ich wirklich drei, viermal nach, brauche ich jetzt irgendwas oder spare ich es mir halt auf, ne, fürs Auto, das ist ganz klar. Und ja, ist natürlich klar, das ist wie gesagt über Formel gemacht, die ganze Liste, das heißt, ich ändere halt oben ins Gehalt oder ich ändere irgendwas anderes, gleich zieht das alles an. Ne? Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu dem Kundensystem. Ich denke mal auch, vielleicht haben es einige schon von gehört. Ich denke mal spätestens eure Eltern oder je nachdem wie alt ihr seid, die werden es garantiert kennen. Ist natürlich jetzt die Sache, wie viele kennen das System? Ich kenne ja auch Kumpels von mir, die kennen das System und sagen, ja, ich mache das ganz genauso wie du. Da könnte ich aber wetten, dass ich mir mehr zurücklege als die. Also das ist immer die Sache, klar, man kriegt sowas auch mit einem Konto hin. Ne? Nicht so sagen, gehe ja mit einem hin.
ganz klare Sache, aber ich bin halt so, ich trenne es mir lieber genauer, weil ich wollte es auch probieren mit einem, da muss ich aber sagen, da kann man ja sagen, ja, rechnest du das halt runter, hin und her, da weißt du auch, was du hast, war mir zu ungenau. Also ich bin halt ein Typ, wie, ich habe jetzt halt drei Konten, das heißt, ich habe ein Konto 1, wo halt quasi, seht ihr auf der Folie, wo mein Lohn drauf geht und meine ganzen Nebenkosten, also wie Miete, Internet und so, geht alles von dem Konto 1 weg. Und am Ende des Monats halt, wie ihr in der Liste gesehen habt, da steht halt eine Zwischenbilanz und dann eben das Ganze durch 2 geteilt. Das muss man natürlich sehen, ne? Wenn man jetzt eben mehr sparen will oder mehr ausgeben will, dann kann man auch 70-30 machen. Das ist natürlich völlig euch überlassen, ob ihr jetzt mehr aufs Spar- oder Sparkonto drauf liegt, die Prozente. Ich mache bei mir 50-50. Und ja, aber wie gesagt, ich habe quasi ein Konto 1, dann habe ich quasi ein Sparkonto und ein Spaßkonto. Das sind halt meine drei Konten. Und wie auf eine Konto geht der Lohn drauf, Miete, Nebenkosten etc. runter. Und am Ende des Monats halt mache ich hier einen Check quasi und sage mir, okay, Bob, ich teile das auf und sage halt, wie gesagt, 50-50, beziehungsweise momentan mache ich sogar teilweise alles, was ich gespart habe, 100% auf mein Sparkonto, damit es da ein bisschen vorwärts geht. Ne? Also ich bin mit dem System absolut zufrieden. Wie gesagt, ich kann so halt durch dieses System, wenn ich mir irgendwas leisten will, kann ich sofort eben Handy oder Rechner oder irgendwo, kann ich schauen und sehe, Spaßkonto, so und so viel Euro, aha, das habe ich zur Verfügung. Dann muss ich nicht noch rumrechnen, wie eben mit einem Konto so ungefähr, ja, das und das und das geht ja noch runter und dann habe ich noch dies und das oder so. Ne? Weiß nicht, ist mir persönlich zu schwammig. Ne? Und ich meine, es gibt ja auch Konten noch, die kostenfrei sind. Ich meine, gut, ich bin auch zum Beispiel meine Konto 1 habe ich bei der Commerzbank. Das ist kostenlos, ne? Also es muss ja jetzt nicht von euch heißen, ungefähr, oh ja, bezahlt so einen Haufen Gebühren oder so, ne? Die andere Sache ist natürlich das, wenn ich sehe, was ich hier durch spare und ich sage mal, selbst wenn ich jetzt bei so einem Konto da im Jahr oder halben Jahr mal 7 Euro an Gebühren ausgebe, muss ich sagen, ich glaube, dass ich sehr viel mehr spare als die 7 Euro. Ne? Also ich sage mal, das Geld, muss ich sagen, das wäre es mir auf jeden Fall auch wert. Kann ich wirklich nur so sagen. Ne? So, jetzt haben wir ja, einmal meine Tabelle, das ist somit mein Hauptding, habe ich haben wir durchgegangen. Und dann halt die anderen beiden. Jetzt ist natürlich auch die Sache, wieder wenn ich normal auf Deutsch gesagt meine Stunden machen würde, würde ich da definitiv nicht hinkommen. Deswegen habe ich mir das so, oder mache ich jetzt auch die Stunden, denn ich kann wirklich auch so sagen, ich mache momentan monatlich, mache ich meine, sehe ich zu, dass ich 30 bis 40 Überstunden hinkriege. Und dann kann ich mir auch mal gut im Monat, sagen wir mal grob ein Tausender, teilweise ein bisschen mehr, kann ich mir eine Seite legen. Das heißt, wenn ich jetzt so sehe, okay, im Jahr kann ich schon mal, muss meine 12.000 eine Seite legen. Wenn man sich wahrscheinlich, wenn man da richtig akribisch ist und man sagt, hey, geil, geiles System oder so und man probiert das mal aus oder so oder man sagt, hier, ich will so ein Auto haben, kann man sich da vielleicht noch mehr reinhängen. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass ich da hier die Fahnenstange bin oder die Spitze erreicht habe. Denke ich mal, kann man auch gut auf 15 Scheine im Jahr kommen. Wenn ich jetzt sehe, so ein Model 3, gut, ich meine jetzt die Anfängerversion ist so bei 57.000 oder die Long Range, die es momentan nur gibt. Ja, aber wenn ich natürlich sehe, so im Jahr 15.000 lege ich mir eine Seite. Klar, man muss Abstriche machen, ganz klar. Aber da sehe ich jetzt mal so, das macht man über 4 Jahre. Ne? Und dann hat man quasi schon die 60.000 hat man dann schon zusammen. Abgesehen davon, man kriegt ja vielleicht ein bisschen irgendwo Weihnachtsgeld von irgendwen und Weihnachtsgeld und Geburtstagsgeld. Ne? Ich sag mal, wenn der Heiz akribisch ist und auch sagt, hier, ich packe mir das an der Seite, kriegt man es vielleicht ein bisschen eher hin. Ne? Meine gut, bei mir ist halt auch die Sache, ich habe jetzt ja nicht bei Null angefangen. Ich wollte ja, wie ich es in meinem anderen Video schon gesagt habe, mir ein Audi holen. Ne? Das heißt, bei Null habe ich auch ganz gar nicht angefangen. Ich habe irgendwo eben fortgesetzt meine Liste. Ne? Aber wie gesagt, es ist, wenn man sich durchhält, ist es machbar, definitiv. Es ist kein Zauber, keine Zauberei hier, dass man sagen muss, oh hier, da kommt da hin und ich habe das überhaupt nicht. Es ist halt nur eine Willenssache. Das ist eben das, was viele vergessen. Ne? Wenn ich da, wenn ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad, auch im Winter mal minus 15 Grad, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Das ist, ich will das haben und ich bin da halt auch ein bisschen ja, energisch dann daher. Ich stehe halt unter meinen Zielen, ich bin ein Machertyp, ich will das. Und da habe ich Bock drauf und deswegen steht mir da eigentlich so jetzt auch nichts weiter im Weg. Ne? Und ja,
Dann sind wir eigentlich auch schon durch, es ging aber eigentlich auch gar nicht so lange. Wir haben die Tabelle haben wir durchgegangen, wir haben die Kunden durchgegangen. Ich kann es nur empfehlen. Ne? Ich sag mal übertrieben, man kann ja auch Konto kündigen, man kann das mein Jahr probieren oder so und sagt, ey, ich komme damit gar nicht zurecht. Ne? Aber also von mir aus, ich mache es ja immer so, ich denke mir so, wenn da so Leute wie so Money Coach oder so, wenn die das empfehlen, es hat ja irgendwo einen Grund. Ne? Ich meine, wie gesagt, klar, meine Eltern kamen auch an, so, das brauchst du jetzt nicht und kostet alles Geld und das kann man auch hier und da oder so machen. Ne? Aber das Interessante ist halt immer, wenn man es mal macht, ist halt so, es weiß jeder, ich würde mal sagen, 90% machen es nicht und die wundern sich dann eben auch, wie so der Nachbar, auf Deutsch gesagt, oder derjenige, manche eben dicke Autos fahren und sie selber es eben nicht machen. Ne? Das ist eben immer irgendwo die Sache. Ich meine, es liegt nicht nur daran, das ist völlig klar. Ne? Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe, wie gesagt, vorher, bevor ich das hatte hier, ich habe mir auch Handy geholt und hier und da, ne? Ich habe ganz normal. Und dann irgendwann natürlich, gerade durch so eine Tabelle muss ich sagen, es hat mir sehr die Augen geöffnet. Wenn man wirklich halt unten guckt, man sieht sofort, hey, was habe ich raus? Und dann weiß ich eben, ja, wenn ich jetzt eben, ne, ich meine, gut, wie Handy und so geht vom Spaßkonto ab, ganz klar. Aber es ist halt da, ich sag mal, übertrieben, ne, man fährt irgendwo hin, man muss nochmal tanken und nochmal dies machen. Ne, und da kommt man eben, dass man sagt, muss ich das jetzt eigentlich machen? Ne, und deswegen, und dann eben auch mit den Überstunden, wenn ich jetzt eben wirklich sehe, ich würde, auf Deutsch gesagt, so arbeiten wie halt die alle anderen. Das heißt, keine bis 10, ich sag mal, 10 Überstunden oder irgendwas da im Monat machen. Ne, ja, da würde ich da definitiv nicht hinkommen. Ne, und da ist bei mir, da habe ich eindeutig gesehen, okay, wenn ich jetzt da mal eine 30, 40 Stunden mache hier, da kommt etwas rum. Ne? Und das ist, und klar, dann gibt es die Sachen, ja, bezahlt seine ganzen Steuern und so. Da kann ich nur schmunzeln sagen, wer nur auf die Steuern guckt, dann lass es am besten bleiben. Da macht gar keine Stunden. Am besten, ihr bleibt irgendwo bei 8 bis 10 Euro die Stunde, ne? Weil ihr habt dann noch weniger Steuern zu zahlen. Ne? Das ist wahrscheinlich das Beste für euch. Dann würde ich gar nicht bei 15 Euro irgendwo oder keine Ahnung wo hinkommen. Dann würde ich auch keine Lohnerhöhung, weil jedes Mal eine Erhöhung muss auch mal Steuern zahlen. Also dann würde ich das wegbleiben. Ne? Und ich habe mal wen kennengelernt aus den USA, ist aber eigentlich eine Deutsche. Und die hat mal so einen sehr schönen Spruch gesagt, ich würde lieber 1 Million verdienen und 500.000 an Steuern zahlen. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so in die Richtung bin ich ganz ehrlich auch drin. Ne? Man, das mag jetzt für den einen irgendwo bekloppt klingen, das ist ganz klar, aber was juckt es denn einen, ne? Wenn man irgendwo hier, ich sag mal, seine Firma hat, die läuft, ne? Und da, weil ich sag mal, 1 Million wird man nicht mit so einem Job wie bei mir verdienen, ne? Wenn man jetzt eben, was weiß ich, wo arbeitet, dann wird man da seine Kohle verdienen. Was juckt es, wenn du ein Millionär bist, was juckt sich da, wenn du so viel Steuern zahlst? Wahrscheinlich jetzt gar nicht. Ne? Und ich meine jetzt nicht halt die Firmen wie Google oder irgendwelche, die da Steuern vorbeiziehen irgendwo, nein, das meine ich. Ich meine das ja, ne, das ehrliche Steuerzahlen und so. Aber das sind eben immer die Sachen, ne? Wie bei mir. Ne? Manche regen sich auf, oh, die einen kriegen so viel Weihnachtsgeld und so und hin und her. Aber halt sehen, was man für Stunden im Jahr gemacht hat, das ist ganz klar, das sieht natürlich keiner. Ne? Oder das will ja keiner machen, bis man nicht so viel Steuern zahlen. Ne? Wie gesagt, das wollte ich nur mal eigentlich loswerden und euch ein bisschen anzuspornen. Und natürlich, ihr müsst euch keinen Tesla holen, das ist mir egal. Jeder hat seinen Traumort, der eine will, was weiß ich, einen Sportwagen haben oder was weiß ich, was ihr für Ziele habt. Ne? Aber ich kann es euch halt so nur ans Herz legen, weil ich glaube, man kauft sich weniger Mist, sage ich mal so, wie es ist. Man überlegt sich, ne, wie ich könnte auch sonstiges mein Handy updaten oder irgendwas. Ne? Aber man muss es halt nicht. Ne? Solange es hält, ist alles gut. Ne? Und wie gesagt, es soll ein bisschen zum Nachdenken anregen, so ein bisschen, hey, komme ich denn auch hin? Ne? Vielleicht könnt ihr euch dadurch ein bisschen mehr leisten. Oder wobei ich auch sagen muss, wenn ich bin so einer Firma, so die jungen Leute so, ja gut, wenn man jetzt mit 20 noch einiges an Zeug leisten, so ist da alles okay. Aber ich denke mal, man kommt halt schon irgendwann dahin, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr jedes Wochenende wegfahren oder irgendwas. Ne? Also ich muss halt sagen, ich ärgere mich jetzt sehr, dass ich es erst mit, ich habe es glaube ich mit so 30, 31 das System angefangen. Ich muss sagen, ich ärgere mich darüber sehr. Also ich, seitdem ich das habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das schon mit, keine Ahnung, mit 20 oder so, das System mit den 3 Kunden angefangen, da sehe ich es heute bei mir noch einiges, noch anders aus. Also da hätte ich
mir noch mehr zurücklegen können. Ne? Das hat schon einiges geändert. So, ja, gut, eine Viertelstunde haben wir jetzt rum. Ich würde sagen, es reicht für den finanziellen Plan. Ich denke, oder ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr gerne abonnieren. Und ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, wir warten und freuen uns aufs Tesla Model 3 bei mir. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video soweit und ciao, ciao.